Hallöchen und ein herzliches Willkommen zur nächsten Folge von Bless Unleashed. Ich bin hier, die Horstine, und es geht weiter auf der Leiter. Und zwar in Sperios, da muss ich mit Mokoros Bote reden. Warum muss ich mit ihm reden? Ja, so halt. Wir haben mit Don Diego, der heißt ja gar nicht Don Diego, Leute. Der hat uns die ganze Zeit verarscht. Nö, hat er seine Gründe, Leute. Ja, was willst du? Mokoros Bote. Hallo, du bist Diegos Gefährte, nicht wahr? Ich wurde im Auftrag der Goldschlüsselhändler geschickt. Mokoro will dich treffen. An einem privaten Ort, fern von neugierigen Augen und Ohren. Das Hauptquartier der Goldschlüsselhändler? Das ist keine gute Idee. Die Agenten des Konsuls beobachten die Bank in letzter Zeit. Im Moment gehen alle in Sperios wie auf Eiern. Niemand weiß, wen man auch trauen kann. Mokoro ist bei einem Freund. Ich markiere es dir auf der Karte, dann kannst du dich zu ihm gesellen, wenn du Zeit hast. Okay, hört sich gut an. Du solltest zum Adelsviertel gehen. Es ist nicht schwer zu finden. Und pass auf dich auf, die Männer des Konsuls sind überall. Okay, ich werde vorsichtig sein, danke. Gerne, also danke, ja, komischer. Ja, so da, Leute, ich muss mit Mokoro reden. Im Adelsviertel. Also, wo soll das sein? Gleich da drüben, da brauche ich ja gar nicht... Da brauche ich ja gar nicht irgendwo hinreisen oder so. Da kann ich gleich hingehen. Jo, Folge 122, ihr Lieben. Ja, so ist das. Gut, dann machen wir mit der Hauptquest mal weiter. Und wie komme ich da jetzt eigentlich genau hin? Hier unten, okay. Taschenstücke brauche ich noch. Ich brauche wieder Truhen und so. Also 66 Taschenplätze frei. So, und da soll er sein. Da drin oder was? Servus, Mokoro. Goldschlüsselhändler. You're a welcome sight. Gut, du hast es geschafft. Ich hatte mir schon Sorgen gemacht, dass mein Bote von Carmines Schlägern aufgegabelt wurde. Wir kommen in Sperios, der Stadt der Blumen, Stadt der Geheimnisse. Und im Moment eine Stadt voller Gefahren. Graf Mazzini hast du bereits getroffen, oder? Er wird uns seine Villa als Ausgangsbasis zur Verfügung stellen. Ah, ein Karzerkor, ne? Der Mazzini. Mazzini ist anwesend. Was soll all die Geheimniskrämerei? Und wo ist Christa? Deine zweite Frage beantwortet die erste. Meine Schwester wurde entführt. Die Lakaien des Konsuls kamen zur Bank und haben alles umgekrempelt. Ich weiß nicht, wonach sie suchen, aber ich vermute, dass Christa etwas erfahren hat, das sie nicht hätte erfahren sollen. Ein Beweis dafür, dass Carmine ein Verräter ist? Das ist auch unsere Vermutung. Christa untersuchte ein mysteriöses Liefernetzwerk in der Stadt, als sie entführt wurde. Ihr zufolge gibt es eine ganze Armee von Kurieren. Die Schmuggelware direkt vor unserer Nase ausliefern. Okay, was hat das mit Carmine zu tun? Ich bin auf dem Weg dorthin. Anscheinend sind einige dieser Kurier krank geworden, sind auf der Straße umgekippt. Also veranlasste Christa eines ihrer Pakete eines Tages versehentlich beschädigen zu lassen. Als die Kiste aufs Kopfsteinpflaster fiel, weißt du, was ihre Männer gesehen haben? Was? Prana-Fragmente und Mondlichtblumen. Genau die Dinge, hinter denen die Gesichtslosen die ganze Zeit her waren. Christa hat die Kuriere also beobachten lassen. Wie sich herausstellte, haben sie ihre Pakete alle vom selben Ort abgeholt. Der Palast von Sorza. Carmine schmuggelt für die Gesichtslosen? Danach sieht es aus. Aber die einzige Person, die alle Beweise hat, wird derzeit als Geisel gehalten. Ich habe keine Zeit herauszufinden, welche Wachen nicht auf der Gehaltsliste der Gesichtslosen stehen. Ich brauche jemanden, der schnell handeln kann. Jemand, der sich nicht scheut, notfalls auch ein paar Beine zu brechen. Ich werde es tun, ja. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Unsere einzige Hoffnung ist, dass Christa clever genug war, die Beweise irgendwo zu verstecken. Das bedeutet, dass sie wahrscheinlich erst töten werden, wenn sie herausgefunden haben, wo die Beweise sind. Irgendwelche Hinweise auf ihren Aufenthaltsort? Nur einen. Ein Mann namens Marcheno, der all die Drecksarbeit für den Konsul erledigt. Wenn Carmine etwas inoffiziell erledigt haben will, ist es Marcheno, der sich darum kümmert. Ich würde mein Leben verwetten, dass er weiß, wo Christa ist. Und im Moment ist er ganz allein im Opernhaus. Das Opernhaus? Marcheno ist ein echter Widerling. Er ist geradezu besessen von einer Schauspielerin dort. Sie heißt Cecilia.
Cecilia tritt heute auf, also hat er die ganze erste Reihe an aufgekauft, um sie ganz für sich alleine zu haben. Er wird garantiert da sein. Der einzige Trick besteht darin, ihn zum Reden zu bringen. Ich kann ihn zum Reden bringen. Dein Enthusiasmus gefällt mir, aber Informationen, die unter Zwang gegeben werden, sind immer verdächtig und wir haben nicht viel Zeit. Wir versuchen es mit Zuckerbrot und Peitsche. Ich habe ein paar Beziehungen im Theater und habe ein echtes Kleinod gefunden. Sieh dir das an. Eine Originalrequisite von Cecilias allererste Aufführung. Von der Schauspielerin selbst signiert. Wir bestechen ihn? Zuerst bestechen wir ihn. Wenn ihn das nicht zum Reden bringt, versuche es ruhig mit überzeugenderen Methoden. Denk daran, wir können es uns nicht leisten, Zeit damit zu verschwenden. Sobald du weißt, wo Christa ist, folgst du ihr. Finde Makeno beim Opernhaus, gib ihm sein verdammtes Bestechungsgeld und hol mir meine Schwester zurück. Bin schon dabei. Leute! Uiuiui, das klingt ja wirklich Wahnsinn. Uiuiui, erfahre von Makeno den Aufenthaltsort von Christa im Theater von Sperius. Oh, Leute. Gibt's da vielleicht irgendwo noch eine Kiste oder so? Nö, da ist gar nichts mehr. Dann würde ich mal sagen, dass wir da weitergehen. Ins Theater von Sperius. Wo soll das sein? Eh gleich da drüben, Leute. Na bitte. Haben wir da irgendwas bekommen oder so? Sekundäre Waffen? Die kann ich alle weggeben. Verbrauchsgegenstände. Habe ich da überhaupt noch was? Habe ich da was bekommen oder so? Elixier des Jägers. Effekt. Erhöht kritische Trefferrate 30 Minuten lang um plus 4%. Nö, heute nicht mehr. Dreifarbiges Zicklein. Vertrag mit Meister, okay. Faseriges Fleischstück. Gut, da habe ich auch jetzt nicht wirklich was, ja, Brauchbares oder so. Ja, Leute! Da liegen Bücher am Boden. Lesen? Was ist das für ein Buch? Nachsinnen über die Feen. Aha. Okay. Feenwinterflugblatt. Ah, oh, die ganzen. Okay. Lese ich mir jetzt nicht alles durch. Leute! Eine Truhe! Da drin ist irgendwo eine Truhe. Wäre toll zu wissen, welche. Makeno, da ist er. Hä? Da, also, das ist ja da oben die Kiste, wo ich nicht rankomme, Leute. Ich möchte die Kiste haben. Die habe ich ja letztens schon versucht zu bekommen, Leute. Diese Kiste. Komisch. Naja. Wo soll ich da jetzt hin eigentlich? Da ist der Makeno. Servus. Oh, Cecilia, deine Stimme ist klar wie ein stiller See im Winter. Dein Atem ist wie die flatternden Flügel eines Schwans. Deine Brillanz kann nicht verborgen werden. Genauso gut könnte man versuchen, den Mond oder die Sonne zu verdecken. Ist sie nicht eine wahre Inspiration? Ich liebe es, ihre Auftritte nach einem langen Tag zu sehen. Bist du Makeno? Was? Natürlich bin ich das. Weißt du nicht, wer... Moment mal, du arbeitest nicht für das Theater? Was hast du hier verloren? Ich bin beschäftigt, beeil dich besser. Ich habe ein Geschenk für dich. Ha, eine Bestechung? Mich bestechen? Das soll wohl ein Scherz sein. Ich arbeite für den Konsul selbst. Ein Mann von höchster Integrität. Meinen Posten zu entehren ist eine üble Beleidigung. Aber ich vergebe dir. Und da du das Verbrechen bereits begangen hast, kannst du genauso gut auch fortfahren. Okay, wie dem auch sei, ich habe hier diese Requisite. Eine alte Requisite? Und dafür hast du dein Leben riskiert, um zu versuchen, mich damit zu bestechen? Ich bin ein Mäzen der Künste. Ich besitze unbezahlbare Erinnerungsstücke. Das hier ist Müll. Diese Bestechung ist eine Beleidigung und ich werde sie als solche bestrafen. Wo sind meine Wachen? Moment, das ist von Cecilias erste Aufführung. Was? Unmöglich. Das wurde alles von diesem ekelhaften Monster, dem Mann aus Karzago, gekauft. Von diesem ekelhaften Monster, dem Mann aus Karzago gekauft. Aber nein, jetzt erkenne ich es. Das ist das Taschentuch, mit dem sie sich nach dem Kampf im zweiten Akt ihre Tränen tupfte. Das ist es. Eigenhändig unterschrieben. Es trägt immer noch den Duft ihres Atems. Die Hitze ihrer Berührung. Bei den Göttern, ja. Wow, alles in Ordnung? Ich nehme an, dieses Geschenk ist akzeptabel. Du kannst gerne bleiben und zumindest einen Moment mit mir plaudern. Und nachdem wir beide schon hier sind und nichts von Wichtigkeit zu besprechen haben, was geht dir gerade durch den Kopf?
Christa, von den Goldschlüsselhändlern. Christa, dein Name ist mir nicht bekannt. Wenn sie verschwunden ist, versichere ich dir, dass der Konsul nichts damit zu tun hat. Es wäre Hochverrat, auch nur anzudeuten, dass er sie entführen ließ. Du solltest besser an andere Dinge denken. Du könntest zum Beispiel einen angenehmen Spaziergang im Rosengarten hinter dem Theater machen, um den Kopf frei zu bekommen. Der Rosengarten, sagst du? Habe ich das? Seltsam. Ich kann mich nicht erinnern, etwas derartiges gesagt zu haben. Genauso wie ich bald vergessen werde, woher genau ich diese schöne signierte Taschentuch habe. Lebe wohl und habe ein schönes Leben. Sollte ich dich jemals wiedersehen, werde ich mich nicht daran erinnern, dich hier getroffen zu haben. Danke für die Unterhaltung, Makeno. Leute, so ein Vogel. Rette Christa. Leute, wo soll die jetzt sein? Aha, okay. Na dann schauen wir mal. Schauen wir uns mal um ein bisschen. Rette Christa. Okay, die soll da oben, da hinten irgendwo sein. Der Weg führt mich auf jeden Fall einmal dorthin. Der scheint auch einmal in Sperios. Rosengarten. Gut. Ja, der hat sich verplappert. Ja, hab nichts gesagt von Rosengarten. Du bist ein Vogel, bist du. Echt? Leute. Unglaublich, echt. Schwarzer Agent. Ja, du bist einmal hinüber. So, das sind die ganzen Sorza-Agenten. Die haben sie. Zack. Aber die sind von dem Leben her ganz schön stark, Leute. So, nächste bitte. So, wo soll sie sein? Ah, Sorza-Agenten. Servus. Haha, alle beide gleichzeitig. Ha. Super. Die sind einmal hinüber. Servus. Christa, ich bin bei dir. Puh, das war aber knapp. Ich habe schon befürchtet, Mokora würde dich nicht rechtzeitig finden. Aber ich muss schon zugeben, ich hätte nie gedacht, dass der Konsul verrückt genug wäre, mich tatsächlich zu entführen. Oh, ich werde diesen Mann sowas von ruinieren. Okay, ha, geht's dir gut? Mir geht's gut. Sie wollten wissen, wo ich den Beweis versteckt habe, bevor sie mich über die Kante stoßen. Ich glaube aber, dass sie so langsam ihre Geduld verloren. Sie wurden nämlich ziemlich angreiflich, bevor du aufgetaucht bist. Wir müssen schnell vorgehen. Sobald Carmine erfährt, dass ich frei bin, wird er mehr Schläger schicken. Und die werden nicht so nett sein. Was ist der Plan? Wir werden sein Prana und seiner götterverdammten Nase wegschnappen. Unter seiner götterverdammten Nase wegschnappen. Seine Kuriere benutzen jedes Mal unterschiedliche Lieferwege, um unentdeckt zu bleiben. Aber ich habe endlich herausgefunden, wie ihnen ihre Routen zugewiesen wurden. Hallo, Marci. Wie? Er bezahlte einen Baden, um fürchterliche Gedichte auf dem Platz vorzutragen. Es schien zuerst ganz harmlos zu sein, aber das Gedicht änderte sich mit jedem Tag. Und jede Strophe enthält verschlüsselte Wegbeschreibungen für den Abholort an dem jeweiligen Tag. Wenn du dir den Baden mal anhören und die Anweisungen entziffern könntest, dann könnten wir uns das Prana schnappen. Ich hole diesen Beweis. Wenn wir Carmine fürs Schmuggeln von Prana drankriegen können, dann wird der Rat ihn im Nu beseitigen. Aber wir müssen schnell handeln. Geh zum Plaza Fortuna und finde den Baden. Folge den Hinweisen, um die aktuelle Lieferung aufzufinden und triff uns dann in der Ratskammer. Verstanden. Rette Christa abgeschlossen. Super. Jawohl. Und ich habe neue Handschuhe gekriegt. Ha. Prestige-Quest. Die Prestige-Quest einer Region wird freigeschaltet. Ah. Super. Du kannst dich mit anderen Spielern duellieren. Duell, okay. Prestige-Quest. Adel-Händler. Prestige-Quest. Keine Ahnung. Prestige-Quest. Schloss von Graf Rosso. Stufe 25. Ha, Leute. Bin ja aufgestiegen, genau. Prestige-Quest. Königreich von Navarra. Ich habe jetzt die ganzen Prestige-Questen freigeschaltet. Und Stufe Aufstieg. Natürlich. Logisch. Ja, super. Das ist leiwand. Höhle des Volkskönigs freigeschalten. Okay.
und Fertigkeitspunkt erhalten und eine Kiste, Leute. Da irgendwo soll sie sein. Da unten, super. Wieder ein Taschenstück. Jawohl, 2 von 4. Da drüben ist noch eine Kiste, aber da komme ich nicht ran. Oder kann ich jetzt endlich mal daran? Leute, Soul Razor Channel 1, start now. Okay. Kann ich da irgendwie rauf oder so die Kiste schnappen? Hier muss ich rüber, Leute. Gut, ich habe neue Handschuhe bekommen, die besser sind. Erhöht Angriffskraft. Plus 96, aber nur plus 54. 129 statt 123. Ja, nehme ich das. Die sind ein bisschen besser halt. So, weiter geht's. Gehen wir mal rein da. Suche den Baden auf dem Plaza Fortuna in Sperios. Dann mache ich das gleich als nächstes. Ist so. So. Geht's einmal endlich schnurstracks weiter und weiter mit den Hauptquesten hier. Ah, der auch schon freigeschalten, den Teleporterpunkt. Jetzt will ich immer sagen Triporter. Dabei ist Triporter auch so ein Teleport-Punkt halt in Lost Ark im Spiel. Soda! Da soll er irgendwo sein. Da ist der Unionsausrufer. Das ist ja eh der. Sprich mit dem Unionsausrufer auf dem Plaza Fortuna. Okay. Ah, diesen Blick kenne ich. Du möchtest einer Union beitreten, habe ich recht. Es gibt 3 Unionen, die Hüter, das weiß ich doch schon. Hast du mich gerufen? Du bist die Heldin von Navarra, nicht wahr? Ich habe dich durch die Beschreibung im Gedicht des Baden Seme erkannt. Oh, stimmt, das hatte ich vergessen. Du bist neu in der Stadt, richtig? Darf ich dir einen kostenlosen Rat geben? Mehrere mächtige Fraktionen, die sogenannten Unionen, haben sich hier in Sperios niedergelassen. Sie rekrutieren regelmäßig vielversprechende Abenteurer wie dich. Warum? Die Unionen versuchen sich immer an gefährlichen Missionen, ob für Ruhm, Reichtum oder Pflicht. Dafür benötigen sie die besten Krieger. Ich agiere wie eine Art neutraler Verbündeter für sie alle und biete unvoreingenommene Informationen für die potenziellen neuen Rekruten. Solltest du mal darüber nachdenken, einer Union beizutreten, schau zuerst bei mir vorbei, okay? Ich helfe dir dabei, die richtige Entscheidung zu treffen. Ich denke darüber nach, danke. Okay. Leute, sprich mit dem Baden. War das jetzt die Hauptquest? Jetzt muss ich mit dem Baden sprechen, okay? Der ist da hinten. Gut. Weiß ich doch. Das mit den Unionen. Da ist er ja schon. Rovero, Barde. Ah, du musst einen erlesenen Geschmack haben, wenn du hier bist, um meinen Versen zu lauschen. Nicht viele in Sperios schätzen mein wahres Talent. Perlen vor die Säue, wie man so schön sagt. Aber du bist anders. Und gerade deshalb werde ich ein Gedicht deiner Wahl rezitieren. Und welche Wahlmöglichkeiten habe ich? Jede Art von Gedicht. Der letzte Ansturm des Löwenherz. Die Ballade des Bruchs. Der Gemahl der Feenkönigin. Ich habe auch noch ein Gedicht, das ich heute rezitieren soll. Aber dieses möchtest du sicher nicht hören. Ich weiß nicht, warum meine Gönner sie noch immer schreibt. Sie sind schrecklich, aber er bezahlt mich gut, also beschwere ich mich nicht. Könnte ich das heutige Gedicht sehen? Wirklich? Ich kann dir versichern, dass sie nicht gut sind. Das sind nur ausschweifende Ergüsse eines exzentrischen Adligen. Aber dem gemeinen Volk scheinen sie zu gefallen. Eine Gruppe fragt jeden Morgen danach. Nun ja, über Geschmack lässt sich nicht streiten. Hier, du kannst meine Abschrift des heutigen Gedichts haben. Ich habe es mir sowieso gemerkt. Danke. Ha, Leute. Gedicht der Gegenwart. Hochmut sei gewarnt. Gefahr droht denen, die auf dem Kopf des Löwen treten. Ins Wasser springen oder dem Banner folgen. Gesegnet werden nur diejenigen, die den großen Physera anbeten. Diejenigen, die die Umarmung unseres Gottes spüren wollen, folgen den Augen des Löwen. Doch nur die Demütigen dürfen den Weg beschreiten. Okay. Folge den Hinweisen des Gesichts, um die Brandlieferung aufzuspüren. Was? Okay. Und was soll ich da jetzt machen? Untersuchen, da habe ich was. Okay. Da ist noch irgendwo was.
Da haben wir noch was. Folge den Hinweisen. Okay, da ist einmal ein Hinweis. Geheimnotiz. Der Drache wurde geortet. Wir haben nicht viel Zeit, also kommen wir zum Punkt. Der Drache wurde geortet. An alle Brüder und Schwestern, die das lesen. Kommt zur Fähre unter dem Palast von Sorza. Die Schiffsladung muss so schnell wie möglich ins Dorf gebracht werden. Der große Plan muss weiter ausgeführt werden. Im Namen der Gesichtslosen. Suche Beweise für die Schmuggelgeschäfte von Kamine. Okay. Ja, aber das werde ich dann in der nächsten Folge weitermachen. Werde weiter suchen. Ich muss Beweise für die Schmuggelgeschäfte von Kamine finden. Na gut. Das mache ich aber dann in der nächsten Folge, ihr Lieben, weil die Folge ist schon wieder vorbei. Aus, Ende, Punkt, finito. Und wir sehen uns dann morgen wieder in der nächsten Folge. Macht's gut. Bis dahin sage ich Game Over und Ciao.